So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker oder soll ich wieder sagen Toadette Treasure Tracker? Ich bin mir manchmal nicht sicher. Gut, heute stehen wir vor Toadettes großer Herausforderung. Was ihre große Herausforderung ist, das werden wir erfahren, aber irgendeine von diesen Sachen wird es sein. Na gut, dann chronologische Reihenfolge Shy Guys in den Schatten stellen. Und hier geht Toadette. Oh, es ist so dunkel. Oh. So gruselig. Licht aus. Okay. Licht aus. Nein! Warum sieht er uns? Nein, ich will nicht. Nein! Lass mich in Ruhe. Ah! Das war knapp. Nice! Toadette spricht mir aus der Seele. In der Tat nice. Wams! Killer Toadette, Alter. Okay, ansonsten ist hier nichts. Da unten ist noch ganz viel Zeug, sehe ich gerade. Okay. Hallo, Shy Guy. Nein! Oh! Idiot! Idiot! Wirklich. Oh, zünde das mal an. Danke. Shy Guy, stirb. Und anderer Shy Guy, stirb auch. Das ist kein Shy Guy, das ist Toadette. Habe ich gesagt, Toadette sterben? Nein. Ah, lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Egal, ich will ja einfach nur durch. Lass mich. So, wo muss ich hin? Verdammt! Nein! Nein, 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 nein. Okay, so geht das auch. Gut. Oh, Mann! Licht aus, Toadette. Sonst sieht er dich noch. Nein! Okay. Auf der Ebene habe ich kein Problem auszuweichen. Wo zum Teufel bekomme ich den Schlüssel her? Schieß mal kurz das hier ab, bitte. Danke. Aber ich kriege ja auch keinen Schlüssel. Fällt mir mal so auf. Gibt's hier irgendwas? Oh, da geht's weiter, da geht's weiter. Scheiße! Ah! Von keinem Shy Guy entdeckt werden. Oh, wow, 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 wow. Wir kriegen jetzt noch einen Tipp. Alter Schwede. Also ich glaube, das Spiel denkt, wir wären ein Kleinkind. Dass wir das jetzt noch nicht ausprobiert haben. Ihr entdeckt mich niemals. Außer du. Die Frage ist, wie kommen wir da an den verdammten Schlüssel? Wo, beziehungsweise, wo ist der Schlüssel? Licht an. Ist irgendwas? Nein. Ich meine, wir haben ja sowieso schon wieder verkackt, also von daher können wir auch wieder mit Licht rumlaufen. Hallo, Shy Guy. Oh Gott, vielleicht nicht so ganz gut. Die Idee. Haha. Sehr gute Idee, meine ich. Hast du vielleicht den Schlüssel? Komm mal mit. Na gut, dann halt so. Ist auch in Ordnung. Dann stirb halt einfach. Hat die Pflanze den Schlüssel? Ich meine, das ist das Einzige, was ich hier noch nicht getötet habe. Nein. Okay. Ich hatte mich so gefreut, dass ich hier was entdeckt habe und dann geht's hier einfach weiter. Ist hier der Schlüssel drin? Ja, sehr gut. Gut, dann können wir gleich nochmal das Level angehen, indem wir versuchen, nicht entdeckt zu werden. Oder wo wir versuchen, nicht entdeckt zu werden, so. Sehr gut. Genauso war das geplant.
Gut, ich bin sehr gespannt, was hier uns auf der Unterseite erwartet. Nein! Doof! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht mehr mit euch irgendwas zu tun haben! Bitte lasst den Flammenstrahl nicht durch die Röhre gehen. Gut. Na dann, probieren wir es einfach nochmal. Oh Gott, meine Toadette-Stimme ist besser als meine Toad-Stimme. Ich kann nicht nur. Captain Toad, es tut mir leid. Here I go. Schnell Lampe aus. Und nicht entdeckt werden. Das wäre fatal. Nein. Wir bleiben im Schatten. Wir bleiben verdeckt. Nein, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Gut. Zählt das als gesehen werden, wenn man die umbringt? Ich versuch's einfach mal. Ich meine, dann hätte ich wesentlich mehr Zeit. Ansonsten hätte ich halt nur diese gerade Zeit, in der sie mich entdecken könnten. Okay. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Und? Es zählt. Also man darf ruhig Leute töten. Das sagt uns dieses... Warum gehe ich immer wieder in dieses Level rein? Ich bin so drauf fixiert, einfach weiter A zu drücken, verdammt. Entschuldigung. Aber das regt mich ein bisschen selbst auf. Okay. Gut, das war's dann aber auf jeden Fall wieder für... Ach nee, noch gar nicht. Wir haben ja wieder ein Zeug bekommen. Dingenskirchen. Münzfest. Yay! So, ich würde sagen, das da rechts mit der Kirsche haben wir jetzt genügend abgefrühstückt. Ich würde jetzt gerne mal auf den Boden hier kommen. Mist! Okay, ich bin zwar am Boden angekommen, aber ich hätte gerne alle Münzen eingesammelt. Und den Pilz, den ich vergessen habe. Aber okay, gut. Jetzt... Auch so ein tolles Level, wo ich unbedingt wieder rein will. Vor allem für die Bestzeit. Ja. Na gut. das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Wenn's wieder ist, Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Und wenn nicht, guckt einfach beim Zimbelmann. Bis dahin, Leute, und ciao, ciao.